Guten Tag, mein Name ist Peter Klein und ich freue mich heute ganz besonders, Professor Dr. Gerald Hüther zu begrüßen. Man nennt ihn Deutschlands bekanntesten Hirnforscher, schließe mich dem einfach mal an und habe gerade in den letzten 18 Monaten auch seine neuen Bücher verfolgt und seine Initiativen. Wir kennen uns von einem früheren Kongress her. Und das war für mich Anlass genug, ihn um dieses Gespräch zu bitten. Und ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Und wir wollen heute einsteigen über das Thema Information. Sind wir denn jetzt eher unterinformiert? Sind wir überinformiert? Haben wir so viele Informationen, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen? Und wie wirkt das auf unser Gehirn? Wie siehst du das? Ja, wir duzen uns ja, lieber Peter, und ich freue mich, dass das geklappt hat. Und wir kommen auf dieses Thema Information ja deshalb, weil wir uns sehr viele Gedanken machen über das, was in unserer Gesellschaft im Augenblick abläuft. Und wir merken auch, dass in dieser Gesellschaft ein Riesenspalt entstanden ist, also eigentlich schon fast eine Kluft zwischen einer Mehrheit von Bürgern, die das, was in den Medien und von den Politikern verkündet wird, sehr achtsam befolgt und auch alles richtig macht und alle Regelungen einhält und auch einsieht, wie wichtig das alles ist, damit die Pandemie bekämpft werden kann. Und auf der anderen Seite gibt es eine kleinere, also ein Drittel der Bevölkerung, die sich dagegen wehren, das alles so anzunehmen, was ihnen da vorgegeben wird, die auch vielleicht darunter leiden, dass ihnen Informationen angeboten werden, die doch offensichtlich bestimmte Absichten verfolgen und die deshalb auch nach anderen Erklärungen suchen und dann entsteht eine Art Krieg zwischen diesen beiden Gruppen und der zieht sich bisweilen bis in die Familien hinunter. Und wenn man sich das jetzt so einmal angeschaut hat, 2 Jahre lang, dann muss man sich schon zwei Dinge fragen. Das erste ist, wie kann sowas überhaupt entstehen? Und da habe ich ja zu Beginn der Pandemie mich genau dieser Frage gestellt und habe gesagt, wir haben hier ein echtes großes Problem. Das ist gar nicht so vordergründig das Virus, sondern das ist die Angst. Wir haben eine Gesellschaft, wo Menschen doch unglaublich schnell verängstigbar sind und dann aus dieser Angst heraus agieren. Und da muss ich als Hirnforscher sagen, das ist nie gut. Da ist immer was Kopfloses dabei. Und dann läuft man auch Gefahr, dass man dann nicht mehr selbst und mit Gelassenheit und Ruhe die Situation einschätzt, sondern in der Angst wird man zum Getriebenen, der dann natürlich auch jeden Strohhalm ergreift. Und dadurch haben auch Menschen, die anderen Angst machen, die Möglichkeit, ihre Vorstellungen dann als die rettenden Botschaften anzubieten. So, das hat auch wieder was mit Informationen zu tun, was da hin und her fließt. Und deshalb glaube ich, dass das schon ganz interessant wäre, wenn man sich mal fragen würde, was eigentlich eine Information ist. So, arbeite ich jetzt in der letzten Zeit immer häufiger auch mit sehr spannenden Menschen zusammen. Das sind Physiker, auch Quantenphysiker. Und die kommen da mit Konzepten an, da muss ich sagen, da sperre ich mein Maul sperrangelweit auf, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, was die sich für Fragen stellen. Also das ist ja schon in 20er Jahren losgegangen, als diese Experimente gemacht worden sind, wo da rausgekommen ist, dass der Beobachter beeinflusst, wie das Experiment ausgeht. Da hätte man sich ja schon die Haare raufen müssen, aber das war noch zu früh, das wollten wir damals noch nicht. Und jetzt kommen die dahin, dass man etwas in Frage stellt, was seit Aristoteles unumstößlich ist, und das ist, dass es nichts Drittes gibt. Also es gibt was oder es gibt nichts. Also es gibt Corona oder es gibt nicht Corona, aber was Drittes gibt es nicht.
Und jetzt kommen die Physiker und sagen, nö, so ist das auch nicht. Es gibt natürlich eine Situation, dass etwas in dem angelegt ist, was ist, aber man sieht es noch nicht. Und da kommt, merkst du, da kommt's, da fängt es an, richtig spannend zu werden, weil das ist ja genau das, was uns als Menschen auszeichnet. Die machen das einfach, die sagen, wenn du so einen Eisenstab nimmst, der so biegsam ist und du drückst von oben drauf, dann wird der sich irgendwann in einer vorgezeichneten Weise verbiegen. Die kannst du vorher berechnen, in Abhängigkeit von deinem Druck. Das sieht dann so aus. Aber wenn du noch nicht gedrückt hast, ist es noch nicht so weit. Das heißt, das ist imaginärwertig, nennen die das. Das steckt in dem Eisenstab drin, aber ist noch nicht da. Und so steckt in Menschen natürlich irrsinnig viel drin und ist noch nicht da. Ja, also und deshalb ist das eigentlich das Interessanteste, nämlich nicht das, was ist, sondern das, was sein könnte. Wenn es denn, wenn einer drücken würde oder wenn es irgendwie Bedingungen gäbe, wo das, was in uns angelegt ist, dann tatsächlich zur Entfaltung käme. Das ist Potenzial. Das habe ich jetzt erst so richtig verstanden. Und dann sagen die Physiker eben auch, dass das alte Informationskonzept, was wir aus dem vorigen Jahrhundert mit uns rumschleppen, natürlich sehr fragwürdig ist. Das ist ja, das kommt ja aus der Informationstechnik. Und da hat man hier einen Sender und hier einen Empfänger. Und da hat man ja beides so gebaut, dass das, was der Sender sendet, auch von dem Empfänger empfangen werden kann. Das heißt, das Sendesignal hat immer im Empfänger eine Wirkung erzeugt. Das ist Information. Also, und wenn jetzt hier gesendet würde und der würde nichts hören, da ist das auch keine Information, da ist das dummes Geplapper. So, und so läuft das bei uns auch. Du kannst dir das vorstellen, dass wir als Menschen natürlich durchaus die Möglichkeit haben, einfach nicht zu hören, was da gesendet wird. Dass es uns nicht interessiert, dass wir nicht zuhören, dass wir in Gedanken woanders sind, dass es uns nicht betrifft und uns deshalb auch nicht berührt. So, und wenn eine sogenannte Information in dem Empfänger der Information nichts bewirkt, dann ist es nichts, dann ist es Rauschen. Also dann kann man es vielleicht noch eine Botschaft nennen, die ungehört verschallt oder eine Mitteilung, die keinen Empfänger bekommt oder irgendwie sowas, aber Information darf man das gar nicht nennen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was da alles im Augenblick oder schon seit vielen Jahren in unserer Welt in die Gegend posaunt wird, ohne dass es irgendeine Wirkung hätte, da wird einem plötzlich klar, dass das ein ziemlicher alberner Begriff ist, wenn wir sagen, wir leben in einer Informationsgesellschaft. Und das interessiert mich dann als Hirnforscher. Was passiert da eigentlich, wenn Menschen einfach gar nicht mehr auf das hören, was andere ihnen sagen? Wenn das gar nicht mehr ankommt. Und wie kann das uns überhaupt passieren als Menschen? Wir haben diese Kommunikation, wir brauchen den Austausch. Wie kann denn das passieren, dass ich dir gar nicht zuhöre, wenn du mir etwas mitteilen möchtest? Und dann kommt das bei mir als Information gar nicht an. Das sind doch irre Fragen, die man sich da plötzlich stellen muss. Und was ist denn dann überhaupt diese ganze Informationsindustrie, die uns hier tagtäglich mit ihren Nachrichten beschallt, wenn die in den Empfängern dieser Nachrichten eigentlich überhaupt nichts bewirkt? Ich meine, so von der Kommunikationstheorie kommend ist ja immer schon die Aussage, entscheidend ist nicht das, was der Sender sendet, sondern was im Empfänger entsteht. Und auch in der Systemtheorie hätten wir schon diesen Ansatz, dass man sagt, ein Beobachter verändert das System. Deswegen interessieren sich schon diejenigen, die aus diesem systemtheoretischen, psychologischen Ansatz kommen, interessieren sich auch für die Quantenphysik, wobei man halt eins nicht unterschätzen darf, das ist halt so ein komplexes eigenes Wissensgebiet, dass es dann oft bei irgendwelchen Analogien und Metaphern hängen bleibt. Ja, also da muss halt jemand sich wirklich aus dem Gebiet auskennen und man müsste wirklich mal an die Axiome ran, die da drunter hängen. Im Moment sehe ich aber auch eins, ich sehe eigentlich komplett unterschiedliche Informationsströme. Denn jetzt sage ich es, ich reduziere es jetzt mal auf zwei Richtungen. Jetzt gibt es den öffentlich-rechtlichen, staatlichen Informationsstrom. Und es gibt einen Informationsstrom, den kann man sich holen, wenn man ins Internet geht. Und dann bekommt man teilweise total unterschiedliche Informationen zum selben Sachverhalt.
Und die Sender reden ja teilweise nicht miteinander. Also es gibt ja teilweise nicht diesen offenen Dialog, wo man sagt Pro und Contra. Das heißt, ich hole mir jetzt den einen Informationsstrom über die Öffentlich-Rechtlichen und ich hole mir einen anderen Informationsstrom über das Internet und werde jetzt von zwei Seiten unterschiedlich beschallt. Und wie passiert es jetzt? Oder was gibt es jetzt für Möglichkeiten auch für das Gehirn? Was macht man jetzt damit? Den einen blende ich aus, dem anderen wende ich mich zu. Entsteht ein Chaos in meinem System, weil es ist ja wie ein Double Bind. Es sind ja total unterschiedliche Botschaften. Was passiert da mit diesen Informationen? Ja, mir wäre es schon mal lieb, wenn du erstmal den Begriff Information gar nicht verwenden würdest für das, was du dir da aus dem klassischen Medien ziehst oder was du im Internet oder in den anderen Kanälen dir zufließt. Information ist es erst dann, wenn es dich bewegt. Mhm, okay. Wenn in dir nichts passiert, außer Verwirrung, ist das eigentlich, kann man nicht sagen, dass es allzu viel bewirkt hat. Und wenn in dir nur so ein Gefühl wie Verwirrung entsteht, dann ist das ja nicht der Sinn der Information. Es sei denn, man unterstellt, dass der Sinn der Informations-, also der Mitteilungen darin besteht, im Empfänger Verwirrung zu erzeugen. Das kann es auch geben, das ist aber dann sehr hinterhältig. Normalerweise kommt eine Information, also Impfen schützt vor Corona. Und dann muss das ja in dir etwas bewegen, was jetzt nicht heißt, oh mein Gott, dann muss ich jetzt dieses oder jenes. Also es, normal wäre, dass du sagst, ist ja wunderbar, dass sie so eine Entdeckung gemacht haben, gehe ich zu impfen und gut. Und wenn da aber was anderes in dir entsteht, dann hat das ja mit dem Impfen, mit der Botschaft gar nichts zu tun. Das heißt, dann trifft diese Botschaft bei dir auf eine schon vorgefertigte, vorher vorhandene Empfangsbereitschaft für bestimmte Botschaften und du gehörst dann eben zu jemand, der den Nachrichten, die bestimmte Experten oder übergeordnete Instanzen verbreiten, schon lange nicht mehr glaubt. Das ist nicht erst in Corona entstanden, sondern du hast schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass die da irgendwas erzählen, was du alles machen sollst und das hat nicht gestimmt. Und deshalb bist du so ein Skeptiker geworden, kritisch. Und dann hörst du dir das an und für dich hat dann diese Botschaft, Impfen schützt vor Corona, hat eine völlig andere Bedeutung als für jemand, der unbefangen sagt, na wunderbar, dass sie das endlich rausgefunden haben, ab die Post zum Impfen. So, und da merkst du, das ist alles viel subtiler, als man sich das so vorstellen kann. Und im Grunde genommen muss man sagen, das haben dann ja auch die also die Nachrichtenverbreiter gemerkt, ist das alles nicht so richtig einfach ist, mit denen, dass die Nachricht auch ankommt. Dass die Botschaft auch gehört wird. Und deshalb ist es dann sehr schnell passiert, dass die Nachrichten und die Botschaften von den Sendern, also den aussendenden Instanzen, emotional aufgewertet worden sind. Das heißt, da hat man noch was reingepackt, was den Leuten unter die Haut geht. Also eine Botschaft, Corona breitet sich auf der Welt aus, ist natürlich wesentlich unerotischer und geht dir nicht so sehr unter die Haut, wie wenn du sagst, demnächst wird die gesamte Weltbevölkerung an Corona sterben. Ja, heiliger Strohsack, und dann kriegt man Panik. Und dann ist das eine emotionale Aufladung eines Sachverhaltes, den man beschreibt. Und auch hier hat man die Situation, dass man diese Aufladung, die führt dann zwar dazu, dass der Empfänger der Information aufgeregt wird, dass in dem was passiert, aber das hat wenig mit dem zu tun, was du eigentlich als Inhalt deiner Botschaft verkündest, sondern der reagiert jetzt auf die emotionale Aufladung und kriegt Angst. Und das ist ja eigentlich normalerweise wäre das ja nicht das, was du mitteilen willst. Du willst ja mitteilen, dass sich eine Pandemie ausbreitet. Und jetzt ist das Ergebnis ist aber nicht, dass sich diese Kenntnis sozusagen ausbreitet, sondern die Angst breitet sich aus, die du benutzt hast, um deine Botschaft sozusagen emotional aufzuwerten. So, und das fängt an der Stelle an, richtig gefährlich zu werden. Das sehen wir in der Werbeindustrie. Die müssen ja auch alles emotional aufladen. Und das erreicht dann eine Stufe, wo die emotionale Aufladung in den Bereich der Lächerlichkeit geht.
Also das wird dann alles so übertrieben und emotional aufgeladen, damit die Leute überhaupt noch hingucken, dass das so eine Art Deckeneffekt erreicht und irgendwann kann man es nicht noch mehr steigern. Und das bedeutet dann hirntechnisch für diejenigen, die da sich das Ganze, diese ganzen Nachrichten und Botschaften antun und über sich ergehen lassen, dass die abstumpfen. Das ist die einzige Lösung ist, dass man sagt, okay, ich höre da gar nicht mehr richtig hin, schaltet das ab. Und spannend ist, dass wir jetzt so eine ganze junge Generation haben, die offenbar das als ganze Generation gelernt haben. Die hören sich das überhaupt nicht mehr an. Also die glauben jetzt nur noch jemanden, den sie vertrauen. Das ist dann ihre Community oder wie sie das nennen. Und wenn es über die kommt, ist es glaubwürdig. Wenn es über irgendwelche anderen Kanäle kommt, ist es nicht glaubwürdig. Deshalb bewirkt jetzt die Verbreitung von Nachrichten, die bei uns damals noch irgendwie zumindest emotional irgendwas ausgelöst, das löst bei denen überhaupt nichts mehr aus. Und damit müssen wir uns einfach mal auseinandersetzen. Und deshalb finde ich das spannend, weil es aus dieser Perspektive, aus der ich da jetzt so versuche, mit dir draufzuschauen, ja deutlich der eigentliche Fehler im System ist ja, dass wir im Grunde genommen einen vollkommen verkehrten Informationsbegriff haben. Also wenn wir das, was wir bisher immer als Information bezeichnet haben, einfach nur als eine Botschaft oder eine Mitteilung bezeichnen würden, dann wäre schon klar, dass eine Botschaft oder eine Mitteilung per se noch gar keinen Wert hat. Die kann ungehört verhallen. Wenn wir das aber Information nennen, dann glauben wir ja, das sei eine Mitteilung, die hinten auch was bewirkt. Und das ist ja ganz offensichtlich nicht der Fall. Und noch schlimmer, sie bewirkt hinten beim Empfänger auch meistens etwas, was mit dem Inhalt der Botschaft gar nichts zu tun hat, weil die Botschaft emotional aufgeladen ist und der Empfänger reagiert nur noch auf diese emotionalen hinterlegten Sachverhalte, die dann bei ihm Angst erzeugen, Freude erzeugen, Genugtuung erzeugen, alles so ein Zeug, Bestätigung. Also viele Leute hören sich auch nur was an, damit sie in ihren vorgefassten Meinungen bestätigt werden. Das ist ja nur ein Gefühl, was man da bedient. Was das eigentlich für eine Information ist, damit setzt man sich gar nicht mehr auseinander. Und das fängt an dann sehr fragwürdig zu werden, weil natürlich wir Menschen darauf angewiesen sind, dass wir uns glaubwürdig mitteilen, was wir an Erfahrungen gesammelt haben, denn wir sind ja individualisierte, also wir leben in individualisierten Gemeinschaften und da muss es möglich sein, dass wenn einer was findet, dass er das den anderen mitteilt. Und dass die anderen das auch hören und es in ihnen etwas bewirkt. Sonst ist es ja ein blödes Rufen im Wald, wo keiner zuhört. Und das ist nicht das Phänomen, dem wir unsere wahnsinnige Evolution verdanken. Also, dass wir aus dem Affenreich aufgestiegen sind und sowas wie Kultur entwickeln konnten, hat viel damit zu tun, dass wir diese Art von Erfahrungsaustausch, will ich es jetzt mal nennen, der auch unter die Haut geht, gepflegt haben. Also ganz weit runter, haben die früher immer gedacht, das Kind würde die Sprache lernen, weil man als Mutter es vorsagt. Und dann haben sie gedacht, sie könnten auch Computer oder technische Geräte nehmen, die das immer Mama und Opa und Apfel und sowas sagen. Und dann würde das Kind das schon lernen, wie ein Automat. Das ist alles vollkommener Schrott. Das ist die Mama muss sozusagen in ihrer ganzen Präsenz da sein als Gesamtgestalt. Und dann lernt das Kind diese Laute sozusagen als Begleiterscheinung dieser, nennen wir es jetzt mal, Information, die ihm unter die Haut geht, dass es eine Person gibt, mit der es so eng verbunden ist, dass da nichts dazwischen kommen darf. So, und das ist eigentlich Ausdruck von Bindung, dass man dann eine Sprache erlernt und nicht von ihm. Und diese Bindung geht darauf zurück, dass man eben als Menschheit dann auch gelernt hat, wie Sprechen geht. Über diese frühen Bindungen, wo das, was da von anderen geäußert worden ist, auch wirklich für den, der es gehört hat, noch eine Information war. Wenn die Mama was sagt, ist das für das Kind etwas, was sie bewegt, auch wenn es gar nicht versteht, was die Mama sagt. Und wenn das Kind seine,
seine Gefühle zum Ausdruck bringt, ist das was, was in der Mama etwas in Bewegung bringt, auch wenn es, auch wenn sie überlegen muss, was das jetzt sein könnte, was das Baby da sagen möchte. Also mir kommt beim Zuhören eine Idee, die ich vorher so noch gar nicht hatte. Das ist ja das Schöne an Gesprächen, die man führt. Nämlich, wenn hier zwei unterschiedliche Informationsströme sind, erinnert mich das jetzt zum ersten Mal psychologisch eigentlich an die Situation, in der sich Scheidungskinder befinden, wenn die Eltern nicht mehr miteinander reden. Das ist ja wirklich der Double Bind, den gibt's ja in der Psychologie, ist ja reichlich untersucht in der systemischen Familientherapie, wie das wirkt. Also wenn das Kind geht zum Papa und der Papa sagt, du, ich rede mit der Mama nicht mehr, sag mal der blöden Kuh, sie soll wenigstens heute Abend ein Abendessen hinstellen, und dann geht man zur Mutter und dann sagt die Mutter, du, sag dem Papa, der soll sich sein Essen irgendwo selber machen oder holen. So. Und das Kind ist hin und her gerissen, weil es hätte ja gerne auch eine Harmonie. Und was für mich schon beobachtbar ist, also da stimme ich deiner Analyse voll zu, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die meisten tun es sich gar nicht mehr an, jetzt im übertragenen Sinne, sich mit Papa und mit Mama zu unterhalten. Das ist vielleicht auch der Unterschied zum Familiensystem. Mhm. Weil im Familiensystem will ich eine Harmonie mit beiden Eltern haben. Da bin ich viel mehr bereit, mich dazwischen zu stellen, zwischen der Prellbock zu sein, zwischen den Fronten irgendwie zu arbeiten, zu kämpfen. Die meisten haben sich dann irgendwo entschieden, entweder für die eine oder für die andere Seite, oder sie sagen, ich drehe überhaupt keinen Fernseher und kein Internet mehr hoch, ich will mich überhaupt nicht mehr informieren lassen. Ja, ja. Es gibt sogar manchmal bei Kindern, dass die ja, sich eine Seite ja, stellen, weil das ja einfacher ist, auf der einen Seite zu bleiben, dann wird gemeinsam mit der Mama der Papa abgelehnt und umgekehrt. Ja. Und wenn diese Vorentscheidung dann mal getroffen ist und dann sage ich, okay, ich glaube, die eine Seite informiert mich richtig, und dann bietet mir jemand einen Ausweg aus der Angst an. Das wäre jetzt mal für mich eine Erklärung, warum es dann so verführerisch ist zu sagen, und dem Weg folge ich dann, koste es, was es wolle, und blende eigentlich alles auch, was dann schon wieder an neuen Erkenntnissen kommt, die in eine andere Richtung führen würden, aus. Das ist ja kein neues Phänomen. Ich meine, aus Wien kommen, sage ich mal, Semmelweis, der auf die Idee kommt, Ärzte könnten sich die Hände desinfizieren, und dann dauert das 10 Jahre, bis das publiziert wird. Und der Semmelweis wird in die Irrenanstalt gesteckt und stirbt da auch, ne, unter bis heute mysteriösen Umständen. Also so gesehen ist es ja eigentlich dann wieder kein neues Phänomen. Nee, ist es nicht. Das ist ja auch das Schöne an solchen Gesprächen, dass einem plötzlich etwas, was ganz alltäglich ist, in einem Licht erscheint. Das neue Licht, was wir jetzt hier, die neue Lampe, die wir jetzt hier anmachen, heißt, das, was diese beiden Eltern oder das, was diese einander gegenüberstehenden Fronten verbreiten, ist keine Information. Es sind immer nur Botschaften. Und entscheidend ist, was beim Empfänger ankommt. Der sich von dieser Botschaft zu irgendetwas bewegen lässt. Und dann ist entscheidend, ob er sich durch den Inhalt der Botschaft zu etwas bewegen lässt, dann wäre es ja wirklich im Sinne einer Information eine Information, oder ob er sich durch den angstbesetzten oder irgendwie emotional aufgeladenen Nebeneffekt der Botschaft, der da reingesteckt wird, beeinflussen lässt. Und da ahnst du schon, das ist die Mehrheit der Fälle. Wenn überhaupt Botschaften etwas bewirken, dann bewirken die erst was durch diese Aufladung. Und das bedeutet mit anderen Worten, was wir hier haben, das sind dann auch keine Falschinformationen. Also gibt es auch keine richtigen und falschen Informationen mehr. Also für den, der Angst hat, ist alles, was ihn darin bestätigt, dass er Angst hat, eine richtige Information. Ob das jetzt eine Botschaft ist, die ihm sagt, wenn du die ganze Zeit die Maske aufsetzt, und er glaubt das, und dann geht er sogar ganz alleine im Wald mit der Maske herum, dann hat er diese Botschaft sozusagen in eine Handlung umgesetzt. Dann hatte das für ihn einen Informationswert. Wenn aber ein anderer, wie wir es vorhin gesagt haben, der Meinung ist, dass er noch nie so richtig gut gefahren ist mit den Ratschlägen von übergeordneten Instanzen, das geht ja häufig schon mit dem Elternhaus los und dann die Erfahrungen in der Gesellschaft mit Chefs und Lehrern und dann Politikern, und dann ist er sozusagen ein Zweifler geworden an den Botschaften, die da von der Seite kommen,
dann wird er natürlich eine Lösung suchen. Dann ist die Botschaft, du musst dich schützen, indem du die Maske aufsetzt. Die führt bei ihm nicht dazu, dass er die Maske aufsetzt, sondern die führt dazu, dass er eine Erklärung dafür sucht, warum die solche blöden Botschaften verbreiten. Und dann wird er ganz schnell, möglicherweise, wenn ihm das wiederum liegt, kann es sein, dass er da auf so eine Erklärung kommt, die man dann Verschwörungstheorie nennen kann. Und dann glaubt er an die und dann hat die für ihn Bedeutung. Aber wo ist denn jetzt hier richtig und falsch? Weil richtig und falsch, der Einzige, der das abwägt, ob das richtig oder falsch ist, ist ja der Empfänger der Botschaft. Du kannst ja nicht eine Botschaft von außen als richtig oder als falsch bewerten, wenn die Botschaft sich erst im Handeln, also in dem Umstand, dass sie etwas bewirkt, als Information darstellt. Das heißt, vorher ist es nur eine Botschaft und niemals eine Information. Und Botschaften können, und da sind wir uns auf einmal kommen auf eine ganz andere Diskussionsebene, Botschaften, die von irgendwoher gesendet werden, können richtig oder falsch sein. Wenn man wissen will, ob sie richtig oder falsch sind, hat es auch manchmal nicht nur Sinn, nach dem Inhalt der Botschaft zu fragen, sondern nach der Absicht. Dann frage ich eben auch, wer ist denn der Empfänger? Woher kommt denn diese komische Botschaft? Könnte das sein, dass da Interessen dahinter stehen, die diese Botschaft überhaupt erstmal in die Welt gebracht haben? Und dann fliegt ja alles auf. Also sobald wir den Informationsbegriff als neutralen Begriff wegnehmen und sagen, es sind Botschaften, dann fange ich an zu suchen, wer die Botschaft aus welchem Grund gesendet hat. Jetzt kommt mir nur eine spannende Frage dazu, nämlich, was bringt dann der Versuch eines Aufklärungsvideos? Jetzt würde ich mal unterstellen, diese Menschen, die sich ein Video von uns beiden anschauen, gehören jetzt wahrscheinlich eher zur kritischen Gruppe, die kritisch Narrative von Obrigkeiten hinterfragen, weil die haben uns ja auch schon einsortiert als Menschen, die das tun. Das heißt, deswegen werden wir wahrscheinlich für dieses Video auch Zustimmung bekommen von den Menschen, die kritisch hinterfragen. Wir werden Likes bekommen, wir werden wenig Dislikes bekommen. Wenn wir einen Shitstorm auslösen wollten, müssten wir eigentlich jetzt in eine Richtung gehen, dass wir sagen, folgt den Obrigkeiten, ohne zu viel nachzudenken. Dann würden wir wahrscheinlich mit diesem Video einen Shitstorm auslösen, weil das etwas ist, das die jetzt hier reinschauen, gar nicht erwarten. Aber wie schaffe ich es dann überhaupt noch in diesem Informationsdschungel, wenn ich meine, ich hätte eine wichtige Wenn es Information überhaupt anzukommen noch? so wäre, lieber Peter, dass wir jetzt nur noch welche haben, die uns zuschauen, die der Meinung sind, wir gehören auch in die Gruppe der Verschwörungstheoretiker, dann hätten wir etwas grottenfalsch gemacht. Das habe ich nicht Ich gehe gesagt. davon nämlich nicht aus. Ich gehe davon aus, dass auch jemand, der sich über die letzten 2 Jahre sehr intensiv mit all diesen Nachrichten befasst hat, dass der bis hierher immer noch da ist und erkennt, aha, das sind Nachrichten, das sind zunächst erstmal keine Informationen und ob das dann eine Information ist oder nicht, hängt davon ab, was sie in mir bewirkt. Und diese Nachrichten, die ich gehört habe, haben in mir ja was Bestimmtes bewirkt und deshalb bin ich zu diesen Überzeugungen gelangt. Und deshalb habe ich jetzt auch eine Affinität für solche Nachrichten und andere Nachrichten stellen das ja in Frage, diese Überzeugung, die ich habe, und die möchte ich deshalb auch nicht haben. Also was wir hier im Augenblick machen, ist die tapferste Form des Brückenbaus zwischen den doch sehr entfernten Positionen, die sich auf der einen und auf der anderen Seite des Grabens gebildet haben, aus der falschen Vorstellung heraus. Das, was Sie da zum Maßstab Ihrer Bewertung machen, seien Informationen. Das würde jetzt ganz anders, wenn wir sagen, das sind doch nur Botschaften, so Mitteilungen. Und dann wird plötzlich jedem klar, okay, das hängt jetzt ja plötzlich ganz von mir davon ab, was ich mit dieser Mitteilung mache. Und dann wird klar, es gibt auch andere, die machen da was anderes damit. Und dann kann keiner mehr kommen und sagen, das ist eine objektive Information oder eine objektive Wahrheit. Das gibt es ja gar nicht. Also Ja, mein der da kommt man Eindruck. natürlich in eine Ebene und das ist das, was
dann immer spannend wird, wenn man sozusagen in ein Dilemma gerät. Mhm. Wenn das eine nicht richtig ist und das andere nicht richtig ist, dann muss hirntechnisch, das kann nur noch gelöst werden, indem etwas Übergeordnetes gefunden wird, unter dem das, was unten nicht mehr zusammenpasst, wieder auf einer neuen Ebene zusammengefügt werden kann. Also Einstein ist für mich immer das schöne Beispiel. Der hatte diese Newton'sche Physik und er hatte aber auch die moderne Anfänge der Quantenphysik und sowas. Und das passte über vorne und hinten nicht zusammen. Also entweder Newton, und wir haben sie ja auch schon gestritten, entweder Newton oder die Quantenphysik. Und dann hat er diesen Sprung gemacht nach oben. Aus dem Dilemma heraus hat das Dilemma gelöst, indem er die Relativitätstheorie erfunden hat. Und auf einmal war alles wieder klar, auf der Erde gilt Newton, ansonsten das andere. So, und dort müssen wir hin. Wir müssen fragen, wo was gilt und für wen was gilt, bevor wir alles als Information bezeichnen und so tun, als würde das für alle gelten. Nee. Es wird erst eine Information in dem Augenblick, wo es bei mir was bewirkt. Das ist ähnlich wie mit Kunst. Also wer sich für Kunsttheorie interessiert, das eigentliche Bild, was ich mir anschaue, entsteht erst im Auge des Betrachters. Solange das da an der Wand hängt, ist es sowas von scheißegal. Wenn es auf mich keine Wirkung hat, ist es Tapete. So. Und wenn eine Information, die da verbreitet wird in unseren Medien, in unseren Informationsmedien, keine Wirkung hat, dann ist es keine Information, dann ist es eine Botschaft. Und dann, wenn ich das so formuliere, merke ich, aha, da geht es jetzt mehr um die Frage, wer ist denn der Absender dieser Botschaft? Kann man das denn lernen? Also ich meine, jetzt könnte man ja sagen, Papa und Mama haben eine Vorbildfunktion. Wenn Papa und Mama sich jeden Tag streiten und nicht miteinander reden, lernt das Kind ja, wie das abläuft. Und Einstein ist natürlich, kann man sagen, ja, Einstein ist ein Genie. Einstein hat zwei Informationen, die sich widersprechen und macht diesen Sprung. Ist das denn lernbar? Weil man traut es ja der breiten Bevölkerung, behaupte ich jetzt mal, ja anscheinend nicht zu. Also man hat sich ja wahrscheinlich von Anfang an gedacht, na, die breite Bevölkerung muss über diese Botschaften so kanalisiert werden, dass die Informationen in ihnen entstehen, die man gerne hätte. Ist das hirntechnisch lernbar? Dass ein jetzt was ganz Provokatives sagen. Ja. Gibt ja. Das Provokative heißt, es ist nicht so gut, den Inhalt einer Botschaft so anzunehmen, dass es in einem was bewirkt, wenn man zu stark affektiv darauf reagiert. Also, wenn du immer wieder so fettes Zeug isst, wirst du immer dicker und dann stirbst du. Da kriege ich ja gleich Atembeschwerden und sich selbst erfüllende Prophezeiung, ne? Und alles. Und dann muss ich versuchen, das abzuwehren und dann muss ich versuchen, Begründungen zu finden, warum das nicht stimmt und für mich nicht stimmt und sonst was. Und am Ende bleibt von dem Informationsgehalt gar nichts mehr über. Also jedenfalls höre ich nicht auf, anders zu essen als bisher. Und das heißt, das ist keine Information für mich, sondern es hat in mir einen affektiven Zustand erzeugt. Und dann bin ich für den Rest der Zeit nur noch mit der Bearbeitung dieses affektiven Zustandes beschäftigt. Das ist blöd. So entsteht übrigens eine Aufregungsgesellschaft. Da werden nur noch Aufregungen erzeugt und die sind alle mit der Bearbeitung der so entstandenen und erzeugten Aufregung beschäftigt. Das hat mit Information überhaupt nichts mehr zu tun. Der Einstein, das war diese kleine Provokation, die mir in den Sinn kam. Also ich weiß es nicht genau, aber es gibt ja Theorien, die sagen, der war ein bisschen autistisch. Er konnte sich nicht gut in andere hineinversetzen, konnte die Gefühle nicht so gut nachempfinden, die andere so hatten, und hat das alles eher so mit dem Kopf gemacht. Und das könnte sein, dass es gescheiter wäre, wenn wir unseren Kindern helfen würden, das zu erwerben, was wir für die vornehmste Aufgabe unseres Menschseins überhaupt brauchen und auch betrachten, und das ist Affektkontrolle. Ich wollte gerade sagen, dann finde ich es nämlich gar nicht mehr provokant.
Ja, wenn Das ist das. ganz doof an, weil schon wieder Ja, so ja. viel Kontrolle heißt, aber in Wirklichkeit heißt es ist diese Fähigkeit, die man schon als Kind erwerben sollte, damit man nicht von seinen Gefühlen davongetragen wird und dann kopflos umherrennt, sich in irgendeinen Idioten verliebt oder vor Leuten ausreißt, die es doch eigentlich in Wirklichkeit gut meinen, bevor man überhaupt genauer hingeguckt haben, was das für hat, was das für welche sind. Also Affektkontrolle wäre das, was die Kinder am allermeisten bräuchten, damit sie nicht auf Manipulationsversuche hereinfallen, die von den Aussendern irgendwelcher Nachrichten beabsichtigt werden. Das ist so wäre es jetzt richtig. Und jetzt kann man sagen, na, lass uns doch mal gegenseitig, wir sind ja eine große Gesellschaft, wir können doch uns gegenseitig helfen, dass wir nicht so leicht sozusagen auf das hereinfallen und dann so einen Schwall von Gefühlen kriegen, der uns dazu bringt, dass wir entweder wie die Idioten im Fußballstadion nur noch rumbrüllen und tanzen und singen, wenn unsere Mannschaft gewonnen hat, da ist einem ja auch sozusagen der Verstand weggeblasen. Oder dass wir da also auch bei Konzerten, da sieht man manchmal Bilder, da fragt man sich, haben denn die noch, sind die noch überhaupt da? Oder ist das nur noch ein Bündel von Affekt, was man da so in den Zuschauern beobachtet? Und dann sieht man auch manche Konflikte zwischen Menschen. Auch Kinder müssen das leider manchmal beobachten, wo die Eltern einfach in einem affektiven, verwirrten Zustand sind, der einem Kind dann wirklich Angst macht, weil da kriegt man ja überhaupt kein Vorbild, wie man mit einer schwierigen Situation umgeht, dass man sie auch lösen kann, ohne dass man in diesem Affekt allen möglichen Unsinn anstellt, der dann am Ende noch größeren Schaden erzeugt als das, was vorgefallen ist. So, das heißt, das sind jetzt wirklich interessante Themen, ne? Ja, Also natürlich, weil das ja, Korruption, ja. setzt voraus, wenn man das vermeiden will, dass falsche Botschaften verbreitet werden, muss man sich die Botschafter angucken, also die Sender. Was sind das überhaupt für Jungs? Und man muss irgendwie in sich selbst und bei denen, die diese Botschaften empfangen, dafür sorgen, dass die nicht von ihren Affekten gleich weggespült werden, weil man ja davon ausgeht, dass der Typ, der diese Botschaft verbreitet, die auch emotional aufgeladen hat, der will ja, dass die Kunden seiner Botschaft da affektiv weggespült werden. Und deshalb wäre das interessant, wenn wir was fänden, was uns gegenseitig hilft, um bei uns zu bleiben. Auch in schwierigen Situationen diese Fähigkeit nicht zu verlieren, klar zu denken. Gelassenheit vielleicht. Vielleicht ist das der richtige Begriff, mit Gelassenheit sich erstmal anzuschauen, was ist, bevor man losrast und in Panik verfällt über das, was man jetzt glaubt, was sein könnte. Und diese Gelassenheit wird man wohl nur dann erlangen können, wenn man nicht mit seinem ganzen Denken, Fühlen und Handeln auf das Außen orientiert ist, was da alles passiert, sondern wenn man das schafft, was wir in unserer einen Initiative der Akademie dann versuchen, nämlich etwas liebevoller zu sich selbst zu sein. Wow, dann Jetzt entsteht langsam für ja. mich auch ein Faden mit den verschiedenen Themen, mit denen du dich beschäftigst, weil, also zum einen erstmal inhaltlich gebe ich dir recht, ja, also wenn die Leute voll im Affekt sind, und der eine glaubt die Papa-Botschaft und der andere glaubt die Mama-Botschaft und die prallen im vollen, Affekt jetzt aufeinander, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr klein, dass da gute, konstruktive Lösungen rauskommen. Und mir ist ja aufgefallen, dass du in deiner Akademie für Potenzialentfaltung, du hast ja erst Bücher geschrieben in dieser Krisenzeit und dann aber auch verschiedene Initiativen gestartet, wo mir im ersten Moment nicht so ganz klar war, wie hängen diese Initiativen eigentlich zusammen. Jetzt erahne ich eine Logik, aber magst du das vielleicht mal chronologisch, Ja, in welchen. ich kriege viele, viele Anfragen, weil mich Leute mit Ratgebern verwechseln. Genau. Dann sage ich immer, nee, ich bin gar kein Ja, Ratgeber, ja. ich bin ein Erklärer. Und das Ja. ist nicht so richtig, was das sein soll. Und dann sage ich versuche etwas, was ich glaube, verstanden zu haben, so zu beschreiben, dass es auch andere verstehen. Und zwar nicht mit der Absicht, dass die meine Botschaft sozusagen fressen und dann das machen, was ich gesagt habe, Also du lässt sondern ihnen die ihnen und den Eigenverantwortung oder du vor forderst allem sie in ihre ihnen die Eigenverantwortung Verantwortung, heraus, ja.
Ja, dass die selber Ja, denken, dass die ja, selber eine ja, Entscheidung treffen. ja. Was ich ihnen biete, ist lediglich vielleicht ein bisschen von dieser Gelassenheit, sich das anzugucken, auch vielleicht ein bisschen Umsicht, vielleicht ein bisschen Einsicht und ein bisschen Verständnis für das, was da im abläuft. Und dann können die sich zurücklehnen und dann können die selbst Entscheidungen treffen. Darum geht mir das. Es geht mir um die Emanzipation von uns Menschen als Subjekte, also als selbstverantwortliche und entscheidungsfähige Subjekte. Und zu dieser Selbstverantwortung und zu dieser Entscheidungsfähigkeit gehört, dass wir auch begreifen, dass wir soziale Wesen sind und dass wir ohne die anderen, wohlgemerkt auch ohne die anderen Lebewesen auf diesem Planeten, nicht überleben können. Und es wäre deshalb kein Zeichen von Entscheidungsfähigkeit und von Verantwortung, auch Selbstverantwortung, wenn mein Handeln dazu führte, dass andere Lebewesen darunter leiden. Weil dann würde ich etwas tun, was gegen das verstößt, dessen Teil ich bin. Nämlich, ich bin Teil eines großen lebendigen Entfaltungsprozesses hier auf diesem Planeten. Und wenn ich etwas tue, was diesen großen lebendigen Entfaltungsprozess aller Lebensformen an irgendeiner Stelle behindert, dass sich das Leben nicht mehr richtig entfalten kann, so wie wir das im Augenblick in unserer landwirtschaftlichen, industrialisierten Produktion erleben oder wie wir das auch in den Wäldern sehen oder wo auch in den Meeren. Wenn wir auf einmal eine Spezies werden, die das Leben hervorgebracht hat, die das Leben an seiner Entfaltung sozusagen hindert, dann sind wir auf einem so grottenfalschen Weg und da werden wir nicht mehr lange lang können. Dann bin ich als Biologe fest davon überzeugt, dass das Lebendige auf diesem Planeten Mittel und Möglichkeiten findet, uns aus der Welt zu schaffen, wenn wir diesen gesamten lebendigen Prozess bedrohen. Und ob das dann Viren sind oder Würmer oder die eigene Blödheit, mit der wir geschlagen sind, das ist mir auch egal. Ja, wie war denn wie ist das entstanden mit diesen Initiativen? So, wie bist du von dem einen Thema ins andere oder wie hast du die Zusammenhänge erkannt? Also ich glaube, deine Intention ist mir jetzt, habe ich verstanden, erklären. Das hat ganz viele Ursprünge. Ja. Ein Ursprung ist, dass ich ja auch Vorträge gemacht habe. Als ich damals noch in dieser klassischen Wissenschaft unterwegs war, gab es ja nur Vorträge mit PowerPoint und für Gleichgesinnte. Und da saßen immer welche, die sich auch alle für das serotonerge System interessierten. Und denen habe ich dann meine schönen bunten Folien gezeigt und habe das erzählt, was ich da noch gefunden habe. Und dann haben sie sich dafür interessiert, je nachdem, ob es zu dem gepasst hat, was die auch gesucht haben, oder wenn es nicht dazu gepasst hat, hatte es für sie keinen Informationswert. Das ist die Eigenschaft. Kann ich nachvollziehen, weil natürlich die Hirnforschung damals ja auch eine Berechtigungsgrundlage gegeben hat für Menschen, die sich eben auch mit Kommunikation, genau mit dieser Affektkontrolle, Selbstregulierung befasst haben. Und alle, die irgendwie so in diesen nebenpsychologischen Themen unterwegs waren, waren ja sehr schnell so in der Box Esoteriker drin. Und damit hatte man mit der Hirnforschung hatte man so ein Gebiet, wo man sagt, und jetzt gibt es eine Wissenschaft, die belegt, das, was hier gemacht wird, ist ja irgendwo wirksam. Ja, und Damit damit, habe ich Glück gehabt. Ich bin in ja, die Zeit reingewachsen. Ich habe ja, das Alte gekannt, diese alte Hirnforschung, die noch ja. weit weg war. Dann kam diese Decade of the Brain, wo es mal richtig geknallt hat. Und dann habe ich eben bei diesen Vorträgen gelernt, dass das gar nicht so gut ist, wenn ich solche Folien verwende, weil die da immer nur draufklotzen und sich selbst bestätigt finden. Und dann habe ich auch angefangen, diese Bilder wegzulassen in meinen Vorträgen. Hast mich ja gefragt, wie ich da hinkomme, wie ich jetzt arbeite. Dadurch, dass ich die Bilder weggelassen hatte, musste ich jetzt mit den Leuten kommunizieren. Das heißt, ich habe auf der Bühne gestanden, habe keine Stütze mehr hinten gehabt, an der ich mich hätte langhangeln können, wie auf einer Leiter in Form meiner Diashow oder meiner Bildershow und PowerPoint hieß das ja dann. Und unten waren Leute, mit denen musste ich jetzt ohne diese Rückendeckung, musste ich Ja, mit offenem Visier, musste frei ich reden, in Kontakt kommen. Ich musste mit denen reden. Ich hatte auf einmal kein Redemanuskript mehr, ich hatte keine
Show mehr. Ich hatte gar nichts, hatte nur mich oben auf der Bühne. Da kommst du nicht weiter, wenn du da von oben herunter predigst oder gar Belehrungen nach unten schickst oder Ratgeber-Sachen. Da gibt es einen Teil der Leute, die das gerne haben und die da applaudieren. Aber im Grunde genommen ist das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und deshalb habe ich da gelernt, meine Vorträge so zu gestalten, dass ich am Ende immer das Prüfkriterium hieß, hat das dazu geführt, dass die Leute jetzt in ihre eigene Kraft gekommen sind. Okay. Und darum geht's. Wie kann ich mit dem, was ich tue, dazu beitragen, dass Menschen in ihre eigene Kraft kommen? Denn wenn sie in ihrer eigenen Kraft sind, sind sie keine Bedürftigen mehr, die ständig immer irgendwas haben müssen, damit sie endlich noch das kriegen, was ihnen fehlt. Und dann können Menschen anfangen, sich selbst und das, was sie haben und das, was sie können, zu verschenken. Und das ist eine andere Welt. Also im Augenblick haben wir noch eine Welt von sehr vielen Bedürftigen, die immerzu von anderen was haben wollen, und sei es auch nur Anerkennung und Ruhm und Geld und Einfluss oder was auch immer. Das ist ein Auslaufmodell, glaube ich, weil mit diesem Modell kommen wir als Menschheit nicht weiter, weil das viel zu viel Energie verbraucht und Ressourcen verschwendet und uns als lebendige Wesen auch immer autistischer macht. Also wir verlieren unsere ganze Lebendigkeit dabei, sodass das andere wohl wahrscheinlich unser Zukunftsmodell ist, nur wissen wir nicht, wie wir das angesichts unserer nun schon über mehrere Jahrhunderte andauernden Prägungen und der da geschaffenen gesellschaftlichen Strukturen und der wirtschaftlichen Abhängigkeiten, wie wir das jetzt irgendwie in Gang bringen können. Wir wissen alle, dass wir so, wie wir im Augenblick unterwegs sind, nicht mehr weitermachen können. Und wir wissen, dass es auch nicht eine kleine Veränderung braucht, also mal ein paar mehr Windräder oder ein bisschen mehr Elektroautos, sondern dass es hier also ein ganz dramatisches Umdenken erforderlich macht. Und das ist aber auch nicht nur ein Umdenken, das müsste auch ein Umfühlen sein. Es müsste die Herzen der Menschen bewegen und müsste in ihnen den Wunsch auslösen, endlich wieder Teil der Natur und des lebendigen Lebens zu sein, anstatt sich da sozusagen wie so ein Parasit am Leben zu bereichern. Also es wird ja eigentlich diese ganze Entfremdung jetzt auch in dieser Krise nochmal so sichtbar. Ne? Also dieses, also das wäre ja, die Lösung wäre dann auch gewesen zu sagen, macht, ist von mir provokant jetzt, macht abends um 22 Uhr, wenn sowieso keiner mehr auf der Straße ist, einen Spaziergang und stellt euch unter einen Baum und atmet die Luft und seid draußen und nicht geht rein, ja. Also ja. Diese ganze Entfremdung wird ja da nochmal. Es war, glaube ich, auch keine gute Idee, den Leuten dann tatsächlich Angst zu machen, wie furchtbar die mit den Bildern verschickt worden sind. Also Angst führt ja auch nicht unbedingt war auch mit. Keine Info, diese Bilder von das war keine Information. Was das in den Menschen bewirkt hat, das war nicht, dass sie für sich daraus geschlussfolgert haben, etwas zu tun, damit sie nicht in so eine Situation reingeraten, weil dann hätten sie sich ja auch fragen müssen, wie konnte denn das in Bergamo passieren? Und dann hätte man auch informiert werden müssen, warum die in Bergamo die Särge auf einmal mit der Armee abgeholt haben. Und dann wäre man zu ganz anderen Erkenntnissen gekommen. Ja, natürlich. Ja. Was da suggeriert worden ist, als man nur diese Armeefahrzeuge mit den Särgen gezeigt hat. Also haben diese Bilder, das war keine Information, sondern das war, ja, affektive Aufladung, also man angst erzeugende Bilder verschickt und damit in eine Situation geschaffen, wo Menschen kopflos reagiert haben. Und genau das, was wir hier besprechen, hat dann nicht stattgefunden. Und Information ist es nicht gewesen. Es ist dann muss man sagen, das Verschicken einer Botschaft mit der Absicht, eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Das hat mit Information nichts zu tun. Das nennt man im Allgemeinen Manipulation. Ja, und dieser ganze Bereich Resilienz, Stärkung des Immunsystems, die letztendlich kommt ja die Achtsamkeit jetzt auch ins Spiel. Das ist ja alles komplett ausgeklammert gewesen. Ja, weil das wären ja die Dinge auch gewesen, die mich ja zu mir selbst dann auch bringen, dass ich in mir ruhe und dass ich aus in mir ruhend heraus vielleicht dann auch ja, gute Entscheidungen treffen kann. Aber ich glaube, da ist jetzt
letztlich auch durch diese ganze Situation sehr viel an Lernerfahrung möglich geworden. Ich glaube nicht, dass wir nochmal unsere Kinder einsperren, wenn sowas durch die Welt geht, über so einen langen Zeitraum. Sie daran hindern, das zu sein, was sie nun mal wirklich sind, nämlich lebendig. Ich glaube auch nicht, dass so schnell nochmal zu diesem Mittel gegriffen wird, Angst zu verbreiten, wenn eine Infektionserkrankung herumgeht, weil man ja eigentlich jetzt nochmal deutlich gesehen hat, dass diese Angst die Immunabwehr und damit das körpereigene Abwehrsystem so stark lahmlegt, dass es immer schlimmer wird. Also man verschlimmert ja die Situation, wenn man Angst verbreitet vor einem ansteckenden Keim, weil dann eben die Ansteckungsgefahr umso größer wird, je schwächer das Immunsystem wird. Und das Immunsystem reagiert sehr schnell durch Rückzug auf Angst. Und der Botenstoff, der dabei eine entscheidende Rolle spielt, heißt Cortisol. Und Cortisol-Ausschüttung, das weiß nun jeder, wird ja auch benutzt, damit das Immunsystem so weit abgebremst wird, dass ein Transplantat nicht abgestoßen werden kann. Also hat man dann eigentlich kein richtiges Immunsystem mehr in seiner Angst. Dann braucht man sich nicht zu wundern, dass man dann noch anfälliger wird für diesen betreffenden Keim, vor dem uns die Botschaft schützen wollte. Also das wäre ja eine interdisziplinäre Forschung, die mich mal wirklich sehr interessieren würde. Ich wüsste nur nicht, ob man eine Versuchsanleitung hinbekommt, ob dann halt einfach auch der Schweregrad von Erkrankungen bei einem und denselben Virus bei einem Menschen, der jetzt eher angstfrei ist, sich anders auswirkt als bei einem Menschen, der in einem Angstzustand ist. Ich meine, wir kennen das ja auch in Verbindung mit Krankheiten, auch schon aus früheren Überlegungen, Placebo-Effekt, Noncebo-Effekt. Also inwiefern du bekommst eine Diagnose vom Arzt, der Arzt sagt, das ist eine tödliche Krankheit, oder man bekommt vom Arzt eine Brausetablette mit der Aussage, das ist ein Wundermittel, und wie stark das sozusagen beeinflusst. Und ich könnte mir so rein aus Beobachtungen so in meinem persönlichen Umfeld von Leuten, die Corona hatten, inklusive ich selber, könnte ich mir schon vorstellen, dass dies gerade bei diesem Phänomen, dass so diese mentale Einstellung, diese Ängste, dieses Immunsystem, diese ganzen Einflussgrößen, dass das eine ganz, ganz entscheidende Größe ist. Weil es ist ja nicht wie bei der Pest, wo man jetzt sagt, jeder Dritte ist tot. Und selbst bei der Pest müsste man ja auch sagen, zwei Drittel haben es aber auch überlebt. Also da ist ja auch ein Unterschied. Stirbt ja nicht jeder. Also das könnte man ja mit einer einfachen Studie, wenn man das rauskriegen wollte, könnte man das mit einer einfachen Auswertung rauskriegen. Man müsste mal gucken, ob im Alter über 80 gibt es ja Demente und Nicht-Demente. Mhm. Und Demente haben normalerweise diese Möglichkeit nicht mehr, dass sie sich in Angst und Schrecken versetzen lassen. Okay. Botschaften. Mhm. Stimmt. Das heißt, die Dementen kriegen das Ganze gar nicht so richtig mit. Und da kann das Immunsystem arbeiten, wie es halt so in der Person arbeitet. Wenn man dann noch diejenigen aus der Gruppe der Dementen rausnimmt, die zu dick sind, die Diabetes haben und diese ganzen Vorerkrankungen, und man diese Gruppe der Dementen und, nennen wir es mal, einigermaßen Gesunden, mit einer Gruppe Nicht-Dementer und einigermaßen gesunder Gleichaltriger vergleicht, wage ich vorherzusagen, dass die Gruppe der einigermaßen gesunden, gleichaltrigen, nicht-dementen Patienten häufiger in solche Corona-Problematiken gekommen sind als die Dementen. Jetzt wird es spannend. Aha. Das wär, ist sowas. Ja, ja. Okay. Man macht eine Hypothese und da muss man sie prüfen. So. Aber die Zahlen hätten wir. Ich habe keine Ahnung, warum unsere Statistiker, unsere Epidemiologen nicht solche schönen Untersuchungen durchführen. Also ich kann das ja nicht machen. Also ohne denen irgendwelche Absichten zu... sind sicherlich alle da. Ja, also wenn wir denen jetzt keine Absichten unterstellen wollen, glaube ich einfach, dass dieser Blick für dieses Interdisziplinäre ja vollkommen verloren gegangen ist. Also meine Metapher wäre ja gewesen, wenn man immer spricht von die Wissenschaft hat ja nie stattgefunden. Die Wissenschaft wäre für mich ein Kreis gewesen, wie früher bei den Indianern, die sich ums Lagerfeuer setzen im Dialog, wo Virologen, Epidemiologen, Hirnforscher, Achtsamkeitsforscher
miteinander ihre Erkenntnisstände teilen. Und das Schöne ist ja beim Dialog, dass man ja viel mehr zuhören muss, als man redet und diese Informationen aufnimmt und sich inspirieren lässt und überhaupt erst mal auf die Idee kommt, dass man sagt, Mensch, es gibt Experten, die auch Wissenschaftler sind, die haben halt eine andere Perspektive und das könnte jetzt für mich wertvoll sein und da könnte ich lernen. Also lebenslanges Lernen wäre da natürlich. Und nicht zu sagen, ich bin Top-Experte in meinem kleinen, schmalen Gebiet und versuche jetzt meine Hoheit zu verteidigen. Aber es setzt dann, glaube ich, auch wieder in der Persönlichkeit und beim Ego natürlich auch das Einzelnen an. Das Ego des Experten ist, glaube ich, auch eine ganz große Problematik. Die Versuchung, sich selbst dadurch aufzuwerten und zu erhöhen oder auch nur sich selbst genügend Sicherheit zu verleihen, indem man in einem bestimmten Teilbereich zum Experten wird, ist immer riesig. Ja, klar. Habe ich auch mal gehabt. Also vielleicht muss man da auch durch, damit man es überhaupt erkennen kann. Aber dann hätte das uns ja nichts genützt, wenn sich diese unterschiedlichen Experten, und ja, vielleicht ist das, muss das noch dazu sagen, das ist auch nichts dagegen zu sagen, dass es Experten gibt. Das ist ja gut, aber die müssen miteinander reden. Das genau das ist. Sonst werden das Fachidioten. Aber wenn Experten miteinander im Austausch bleiben, ist alles gut. Das hat aber auch wenig Sinn, wenn die das am Lagerfeuer machen, sondern da wäre es jetzt ja eigentlich die Aufgabe der verantwortlichen Regierungsvertreter gewesen, diese runden Tische einzuberufen und mit denen und sich das mal alles gegenseitig vorzutragen. Und dann hätte man wahrscheinlich umsichtigere Lösungen gefunden. Haben die aber jetzt unter uns, das weißt du auch, nicht geschafft, weil die sind selbst unter Hektik gekommen, weil Botschaften über die Medien gelaufen sind, die Bevölkerung so sehr verunsichert hat, dass die Bevölkerung von den, und dann auch wieder die Medien von den Politikern gefordert haben, dass sie jetzt aber sofort irgendeine Maßnahme ergreifen sollen. Und so sind dann auch die Politiker leider unter Druck gesetzt worden. Und wenn ein Politiker unter Druck gesetzt wird, dann muss der handeln, sonst ist er weg. So wird auch ein Schuh draus. Auch gar nicht so übel nehmen, dass die dann auf einmal erstmal ganz schnell irgendjemanden gefragt haben, von dem sie meinten, das sei der beste Experte. Also so wird auch ein Schuh aus meiner Sicht draus, weil ja am Anfang auch in den Umfragen erstmal die Politiker nach oben gegangen sind, die so alte Führerqualitäten gezeigt haben. In der Krise muss der Captain auf die Brücke und ich zeige euch, wo es lang geht. Interessanterweise hat sich das aber innerhalb von ein paar Monaten jetzt wieder verloren. Teilweise sind die jetzt sogar abmontiert. Also das zeigt aber, kann man, also das die kann man als Klugscheißer sozusagen nicht überleben. Ja. Ja, und das, aber kann das man ist, es zu Ruhm und Ehren bringen. Es ist spannend. Ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Deine Initiativen fehlen mir noch, aber zumindest das hätte ich gerne noch mal so ganz kurz, dass wenn man sich jetzt einer deiner Initiativen anschließen will, dass man vielleicht noch mal versteht, warum sind die wie in welcher Reihenfolge entstanden. Das hätte ich schon noch ganz gerne mal mit drin, weil es soll ja jetzt auch was Praktisches passieren, sage ich jetzt mal. Also, wir hatten es so weit gebracht, dass wir gesagt haben, es geht mir eigentlich um Selbstermächtigung, Emanzipation, Selbstermächtigung des Menschen, die Verantwortung für die Gestaltung seines Lebens und seines Zusammenlebens mit anderen auch wirklich zu übernehmen. Das geht nur dann, wenn der Mensch überhaupt erstmal zu sich selbst findet und sich fragen kann, wer sich da selbst ermächtigen will, wenn er noch ganz im Außen ist und die Ideen anderer in sich so integriert hat, dass er sich selbst für ein Glied in einem großen Getriebe hält, was also wo er zu funktionieren hat und gar nicht anders kann, oder dass wir in einer Gesellschaft leben, wo der Wettbewerb ist und wo man gar nicht anders kann, als andere wegbeißen oder selber gefressen werden. Wenn das alles noch so stark ist in dem Menschen, dass der sozusagen sein ganzes Bewusstsein im Außen hat, dann geht das überhaupt nicht. Und deshalb muss man ihm erstmal wieder helfen, zurückzufinden zu sich selbst. Und da haben wir die erste Initiative gegründet, die heißt Würdekompass. Da geht es darum, dass wir Menschen helfen wollen, sich mit der Frage zu beschäftigen, was denn eigentlich ihre eigene, meine eigene Würde sei und wie ich diese mir eigene und mir auch bewusst gewordene eigene Würde, wie ich die schütze
davor, dass ich sie nicht selbst verletze. Und wenn ich angefangen habe, mich um meine eigene Würde kümmern zu wollen, dann höre ich auch auf, die Würde anderer zu verletzen. Und dann bin ich keiner mehr, der achtlos über andere hinwegzieht. Und dann bin ich auch jemand, der nicht mehr verführbar ist. Irgendjemand kommt und mir erzählt, was ich alles machen könnte und ich dann mich als Objekt für dessen Interessen zur Verfügung stelle. Das war der erste. Es ist wunderbar gelaufen. Ich glaube, wir haben inzwischen 200 örtliche Würde-Kompass-Gruppen, die sich dann auch immer getroffen haben. In der Pandemiezeit oder in dieser Corona-Maßnahmenzeit haben die sich dann virtuell getroffen. Das hat auch funktioniert. Man kann da auch ganz gut miteinander in Kontakt bleiben. Dann habe ich ja auch schon im Zusammenhang mit der Corona-Problematik ja dann auch dieses Buch geschrieben, Lieblosigkeit macht krank. Und da liegt es auf der Hand, dass man sagt, okay, das wäre doch auch schön, wenn Menschen sich gegenseitig ermutigen, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selber umzugehen. Und daraus ist diese andere Initiative entstanden, die heißt, hat eine Webseite, heißt liebevoll.jetzt. Und da treffen sich Menschen und finden das offenbar stärkend, dass sie dort ermutigt werden und ihnen auch überhaupt erstmal erlaubt wird, liebevoll mit sich selbst umzugehen, weil die meisten Menschen einen liebevollen Umgang mit sich selbst für egoistisch halten. Und dann muss ich denen immer sagen, guck mal, ein Egoist, der braucht immer andere für seine eigenen Aufführungen oder um andere über den Tisch zu ziehen. Ein Egoist ganz alleine im Wald ist total Mist. Die müssen mit anderen, weil sonst haben sie keine Opfer, denen sie ihre egoistischen Motive sozusagen an, mit denen sie die abdecken können. Aber jemand, der liebevoll zu sich selbst ist und sich fragt, was ihm gut tut und das tut, der braucht überhaupt keine anderen. Und deshalb ist liebevoll zu sich selbst sein fast das Gegenteil von Egoismus. Und das kriegen wir in unserer Gesellschaft aber schwer in die Köpfe. Dazu dienen dann auch solche Initiativen, dass dann plötzlich etwas wieder, ja, sozusagen reingewaschen wird oder sich wieder befreien kann von Vorurteilen, die uns wahrscheinlich über die christliche Kirche oder über sonst wen über Jahrhunderte ins Hirn gepflanzt worden sind. Nämlich, dass man da sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in Wirklichkeit wird dann aber immer nur darauf geachtet, dass man den Nächsten liebt. Da kriegt man viele Anleitungen, wie man das machen soll, aber wie man sich selbst lieben soll, das wird da nicht gesagt. Und deshalb ist das auch ganz spannend. Und dann gibt es eben noch dieses alte Schulthema, wo ich schon lange mit beschäftigt bin. Ich glaube nicht, dass sich Schulen ändern lassen. Die sind wie so ein Riesen, das ganze Schulsystem ist wie ein Riesen-Ozeantanker. Der ist seit dem vorigen Jahrhundert auf diesem Kurs. Da oben stehen welche auf der Kommandobrücke und ob die da stehen oder ob andere da stehen, ist auch egal, das fährt da lang. Und deshalb haben wir da eine Initiative gemacht, die in diesem Bild heißt es, wir versuchen an dieses Riesenschiff seitlich lauter Schlepper und Beiboote anzubinden, die das Schiff in seinem Kurs so umlenken, dass das die Kurve kriegt. Und diese Initiative heißt Lernlust jetzt und besteht darin, dass wir da Menschen darin bestärken, Ortsbündnisse zu gründen und nicht Demonstrationen und Petitionen und was wir in den letzten Jahrzehnten immer so hatten, sondern nein, vor Ort, dort wo ich lebe, in der Kommune, in der Stadt, in dem Dorf, in dem Stadtteil, tue ich mich mit anderen zusammen und gehe dann in die Schule und sage, hey, wir sind das Ortsbündnis hier für Kleinsiestenich und wir möchten gerne Ihnen dabei helfen, dass in Ihrer Schule, also eigentlich in unserer Schule hier vor Ort, kein einziges Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Bitte sagen Sie uns, was wir dazu tun können. Ja, und das ist grandios. Die Menschen, die sich da in solchen Bündnissen versammeln, kommen das erste Mal auf die Idee, dass sie, dass es doch eigentlich total fragwürdig ist, dass sie bisher ihre Kinder in eine Einrichtung geschickt haben, über Jahre hinweg, und hatten das Gefühl, dass sie gar nicht bestimmen können, was dort abläuft. Jetzt machen die sich auf und sagen, ist uns egal, was da abläuft. Ihr könnt von vorne unterrichten, von hinten, so oder so oder so. Aber eines dürft ihr nicht machen, es darf hier kein Kind seine Freude am Lernen verlieren. Und dann merkt man plötzlich, wenn man das ernsthaft umsetzt, kann man nichts mehr so machen in der Schule, wie es im Augenblick läuft.
Und das ist deshalb etwas, das ist sehr interessant. Mhm. Und da entsteht auch Stärkung dadurch, dass sich das als kleine Gemeinschaft sozusagen bildet und auf den Weg macht. Das muss auch jetzt nicht gleich alles auf einmal umwerfen, wenn es so einem Ortsbündnis gelingt, erstmal für die Schule verantwortlich zu vereinbaren, dass bei schönem Wetter der Unterricht draußen auf der Wiese stattfindet. Das ist auch okay. Besser als gar nichts. Und so lernen diese Beteiligten an diesen Ortsbündnissen, dass die was bewirken können. Wenn es auch erstmal nur kleine Sachen sind. Das teilen die dann alle auf der Seite und beraten sich gegenseitig und erzählen sich, was geht und was nicht gegangen ist. Und dann kann daraus eine große Bewegung entstehen. Also wenn da, jetzt sind es, glaube ich, innerhalb der letzten 14 Tage 50 solche Ortsbündnisse geworden, die sich da gegründet haben. Wenn wir 50.000 solche Ortsbündnisse in Deutschland, Österreich, in der Schweiz haben, dann bin ich sicher, lenken wir diesen Dampfer, diesen alten Ozean, Tanker, dann lenken wir den auch um. Also der lenkt sich dann von alleine um. Also und das finde ich auch wichtig. Und hier siehst du, es geht auch wieder um die Ermächtigung des Menschen, aber diesmal nicht um zu sich selbst zu finden, sondern um dafür zu sorgen, dass Einrichtungen sich verändern, die einen so immensen Einfluss auf die heranwachsenden Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft haben. Das nehme ich als Schlusswort. Ich finde es sehr spannend. Jetzt habe ich mal so einen gefühlten Überblick. Und was ich einfach merke im Gespräch mit dir, da tut sich was. Also bei mir im Herzen, wenn ich dir zuhöre. Ja, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, dass du das bewertest. Also erstens ist das, wenn es eine Information wäre, dann würdest du losgehen und ein Lernbündnis gründen, oder? dann hättest du dann etwas, was du umsetzen kannst. Wenn es jetzt nur so ein Gefühl ist, was nachher wieder vergeht, dann hätten wir hier ein bisschen laue Luft verbreitet. Und dann kannst du noch die Frage stellen, was hat er denn für eine Absicht dahinter? Warum verbreitet er so eine Botschaften? Und dann merkt man, das ist gar nicht so gut zu fragen, weil ich ja versuche, gar nicht so eine Botschaften zu verbreiten. Also es ist ja eher der Versuch, mit dir gemeinsam darüber zu reden und meine Erfahrungen mitzuteilen. Ob das jetzt etwas bewirkt oder nicht, ist mir eigentlich nicht so wichtig. Also ich bin mir das eher selber schuldig, dass ich das tue, als dass ich damit eine Absicht verfolge. Und das ist eine interessante Bewertung, weil die ganz anders ist, wenn du dir andere Leute anguckst, die eben auch solche Aktivitäten machen. Die haben immer eine Absicht. Also ich weiß, dass ich Menschen nicht verändern kann. Deshalb kann ich auch nur dazu beitragen, dass die sich selber verändern. Und das ist aber am Ende müssen sie das selber machen. Und ich kann nur Rahmenbedingungen setzen, dass sie da Lust drauf kriegen. Mehr nicht. Und damit wird dann deutlich, dass da steckt keine Absicht. Das ist also eigentlich nur das ist so das Freimachen, dass ich es ermögliche. Ermöglicher vielleicht. Das ist ganz nett, ja. Okay, dann freue ich mich. Es ist ein bisschen lang geworden. Also für alle, denen das jetzt langweilig war, die haben hoffentlich vorher schon abgeschaltet. Ihr, lieber Peter, danke ich ganz herzlich, dass du so auch so gefragt hast, dass ich Möglichkeit hatte, das erstmal so ein bisschen auszubreiten. Das muss man manchmal machen. Eigentlich soll es ein Dialog sein, aber am Ende braucht es auch erstmal so, wenn man so neue Gedanken hat, den Raum, um diesen neuen Gedanken reinzuwerfen. Und diese Idee, dass wir gar keine Informationsgesellschaft haben, in der wir da leben, sondern eine mitteilungsbedürftige Gesellschaft, die zudem noch sehr viel Aufregung erzeugt, ist ja vielleicht auch mal eine Perspektive, wenn man sich heute Abend die Nachrichten anschaut. Unter diesem Gesichtspunkt würde ich sagen, ist mal ein ganz anderer Blick. Dann bekommt man dort keine Informationen, sondern Einblick, wie eine Gesellschaft funktioniert, in der keine Informationen mehr verbreitet werden, sondern Botschaften. Also bei diesem Talk war es genau richtig. Es gibt Talks, da rede ich mehr. Und ich habe gemerkt, heute in unserem Gespräch bin ich immer stiller geworden. Ich werde mir das selber nochmal angucken. Vielen Dank. Ich gehe jetzt mit mal einem Link. Ja, auf jeden Fall. Okay. Jetzt gehe ich mal auf Stopp. Alles Gute.